Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Was werde ich jetzt tun? Ja, ich werde mein Symbol setzen. Ich habe es eben in Fratzenbuch angekündigt. Also eben heißt für euch vor einer Woche wahrscheinlich leider schon. Wenn ihr es lest, ihr könnt mich gerne beschwören. Und ja, bis dahin pausiere ich dir auch nochmal mal. Vielleicht werde ich ja bald beschworen, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Yay Leute, ich werde gerufen. Juhu. Bin mal gespannt von wem. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Aber es ist endlich soweit. Ja, ich habe jetzt hier 20 Minuten rumgestanden und habe dabei noch ein bisschen gekillt und geshoppt. Aber, naja, ich habe mir noch ein paar Waffen noch geschmiedet. Dazu komme ich später wahrscheinlich nochmal. Also die extra super, super Seelenwaffen habe ich mir machen lassen. Fürs Achievement unter anderem. Oh, das sind aber ganz schön viele. Ich verbeug mich mal. Moin. Weiß nicht, kennt ihr mich? Kenn ich euch? Naja, keine Ahnung. Achso, die wollen hier PvP machen, oder was? Keine Ahnung. Was macht er denn da? Konsumiert er die ganze Zeit irgendeinen Kram, oder was? Naja. So, ich würde sagen, ich ziehe mal mein Midi-Equip an. Ich weiß noch nicht, was die vorhaben. Ach ja, machen wir es einfach so. Wenn was Interessantes hier passiert, dann... Oh, Invasion. Oh, jetzt kommt er. Ich wollte gerade sagen, wenn was Interessantes passiert, dann werde ich das gerade hier so reinschneiden, aber... Scheint ja schon soweit zu sein. Finstergeist. Na, wo ist er denn, der Finstergeist? Der finstere Böse. Ja, ist ganz schön fies, ne? Jetzt zu dritt hier, aber irgendwie... Die wollen es ja so. Ich würde nur gerne wissen, von wo die invasieren. Ist das immer random oder was? Wo die denn reinkommen, die Leute? Ha. Hallo, wo sind sie denn? Ja, ja. Wie gesagt, dann muss ich wohl ein bisschen was schneiden hier. Das ist sonst recht öde. Okay. Ihr habt's gesehen, aber jetzt kein Commentary drüber. Ich hab jetzt ganz vergessen zu reden, aber immerhin war es ein sehr einfacher Kampf. Naja, okay. Ich nehme einfach mal weiter auf. Okay, und da geht's schon weiter, Leute. Nächster Finstergeist. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der schüft. Okay, oder wie der jetzt hieß. Ja. Irgendwo hier stromert er rum, aber wo? Ah, da ist er. Da ist er. Na komm. Der will aber weglaufen. Na, warte, ich bin schneller als du. Ich bin schneller.
Na? Wie halt wegrennt. Na komm. So ein Schisser. Na. Kann ich auch. Na? Boah, der hat schon den Drachenzauber von Dingens hier. Von Dingenskirchen. Warte mal, das machen wir ganz einfach. Und zwar so, da habe ich ja noch meine Drachentilterpfeile. Okay. Warte mal. Aua! Na? Sollte ich mal die anderen Pfeile nehmen? Das ist so doof. Ja, das war jetzt ein fieses Ding, aber gut, er wollte es ja so. Okay. Da geht das los, Leute. Ach, zu dritt wieder ganz schön fies, ne? Okay. Ich fange mir schon ein bisschen Backenfutter ein hier. Und backstab ihn! Yes! Und verbeugen gehört sich so. Naja, das... Ich weiß nicht, irgendwie ist es ein bisschen lame. Die ganze Zeit hier rumrennen und Leute schnetzeln, das ist alleine ein bisschen... Alleine ist es okay, aber mit mehreren... Naja. Kann ich denn irgendwie auch wieder zurückkehren? In meine Welt? Hm. Ich würde sagen, ich kehre mal nach Hause zurück, oder? Kann ich denn irgendwie auch winken? Vorbei oder so? Ich würde sagen, ich hau mal wieder ab. Das ist sonst ziemlich lahm, sowas. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir springen dann wieder zu Ornstein und Smaug. Und dann schauen wir mal. Ja, so Leute, jetzt wieder hier einsteigen. Ja, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wurde leider nicht eingeladen zum Bosskill. Komischerweise. Ich habe mich die ganze Zeit da zur Verfügung gestellt und wurde nur einmal fürs PvP, wie ihr gesehen habt, rekrutiert. Was dann aber auch so einseitig war, dass ich dann irgendwann einfach geliefert bin. Muss mal gucken, weil ich davon reinschneide, aber es war jetzt, naja, zu dritt immer gegen Einzelne. Das war schon ein bisschen feige irgendwie. Seht ihr nochmal kurz, wie ich die Typen hier absteche. Nochmal kurz rumzirkel und von hinten... Betz. So, ist klar. Lässt du was fallen? Nö, der hat vorhin einen Silberritter-Speer gedroppt. Aber den brauche ich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich gegen diese Fuzzis klarkomme. Weil Ornstein und Smaug sind eigentlich recht easy. Ich sag das jedes Mal, ich weiß. Aber die beiden sind's auch, wenn man gewisse Regeln befolgt. Und zwar braucht man Geduld... Man darf nicht zu vorschnell sein, eben. Man muss den Punkt abpassen, wann man zuschlagen kann. Und hier schnell durch. Sonst kommen die Penner da. Und dann ist das eigentlich alles gar kein Problem bei den Zweien. Zu empfehlen ist natürlich Feuer. Ah, da seht ihr es schon. Da kommt der angewetzt, der Schmalhans. Der ist nämlich der gefährlichere von beiden, finde ich. Den habe ich im ersten Durchlauf platt gemacht. Und dann erst, jetzt mache ich diesmal Smaug. Komm, du Penner. Na, na. Ich hoffe, das reicht. Nein, reicht's nicht, verdammt. Wie sagt man so selbst? Siegessicher auf mich zulaufen. Okay.
Ja, ihr seht schon, es muss eigentlich, wie gesagt, man muss nur ein bisschen ausweichen, dann sind die gar nicht so wild. Auch nicht im New Game Plus. Ja, du Nase. Ja. Ja. Was, das war doch ein Treffer. Sag mir nicht, dass ich das nicht getroffen habe. Oder Ornstein. Ornstein. Oh, ich habe gar nichts mehr. Huch! Ja, ich versuch's mal weiter mit Verbrennung. Ja gut, ich sollte das natürlich auch nutzen, wenn er direkt vor mir steht und nicht... Naja. Der trifft. Der auch, komm. Jawoll. Ja, seht ihr, wie gesagt, die beiden sind eigentlich... Ihr müsst nur mal auf den Dicken achten, was der gerade mit seinem Hammer anstellt. Das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ihr dürft euch nicht von Ornstein auf die Schippe nehmen lassen. Das heißt, ihr dürft euch nicht anchargen lassen. Aua. Ja, das meinte ich. Das ist nämlich sehr gefährlich. Ups. Und... Aber man hat eigentlich immer genug Möglichkeiten auszuweichen, finde ich zumindest. Ja, danke schön, Zucker. Ob ich das jetzt so glauben soll, wie ich mich hier anstelle? Aber irgendwie kriege ich es auf die Reihe, denke ich. Das zieht richtig viel ab. Aber ich würde das eigentlich aufheben für Smaug, wenn der dann einzeln kommt. Als super starke Version. Deswegen mache ich es jetzt noch mit dem letzten, mit der letzten Verbrennung. Mache ich ihm nochmal Schaden. Ups. Na, jetzt mach schon. Dass der Dicker aber auch immer mit dabei sein muss. Widerlich. Widerlich. Widerlich Konstellation zumindest. Ach, weich halt aus, Mensch. Ja, ja, komm. Aua. Hat er mich voll erwischt, der Arsch. Schnell was trinken. Das kürzen wir kurz ab. So. Und weg. Ja, der Dicke. Wie gesagt, ich mach's dieses Mal so, weil ich Ornsteins Hammer will. Es gibt jetzt einen Trick. Ihr könnt euch hinter der Säule verstecken, so wie ich das jetzt mache. Dann kann er euch quasi gar nicht mehr treffen, seht ihr? Und dann einfach immer zaubern. Mit Zaubern kommt ihr da definitiv drüber. Na, jetzt in dem Fall nicht. Wofür-Effekt. Normalerweise klappt's nämlich. Ihr seht's hier. Ja, mit den mit den Seelenfallen geht das irgendwie nicht. Kann das sein? Na, komisch. Komisch, komisch. Auf jeden Fall ist er recht anfällig gegen Magie eigentlich. Also das heißt recht anfällig eigentlich gar nicht so wirklich. Warte mal, ich mach das jetzt mal anders. Ich nehme mal kurz mein Evelyn. Der ist nämlich immer noch recht empfindlich gegen Feuer. Der Kleine. Ja, es geht. Ihr seht. Wie gesagt, bei ihm immer hinter der Säule kuscheln, denn sonst habt ihr ein Problem. Also als Nahkämpfer... Nahkämpfer haben es hier richtig schwer bei Ornstein. Und Schmauk. Ups. Und der Evelyn ist auch nicht so praktisch, wie ihr seht, weil der braucht sehr lange zum Nachladen. Und man kann es auch nicht wirklich stoppen, weil man lädt halt immer erst nach. So, lass euch mal in Ruhe, kurz was trinken. Ja, jetzt macht er wieder seinen Stampfer. Das könnt ihr selber nutzen. Wie schon Zeit. Na komm. Also am besten ihr macht das immer, wenn er erst seine Attacke landet. Schießen und dann wieder ein bisschen zurückziehen. Na komm. Zack, zack, zack. Ich wollte gerade sagen, reichen meine Pfeile überhaupt, aber das tun sie ja zum Glück. Warte mal, ich habe glaube ich noch Strombolzen, kann das sein? Nee, habe ich nicht. Schade. Also ich habe es nicht ausgerüstet. Ah, das war mir so klar, dass der trifft. Komm, Dicker. Ja. Das ist mehr Drama als sonst was in dem Kampf. Und da ist er schon tot. Tschüss. Na, ihr seht, er ist eigentlich sehr einfach. Also, ihr müsst wirklich nur aufpassen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr seht, der Dicke sprintet auf euch zu, macht keinen Schaden. Definitiv nicht. Weil seine Attacke, die ist sehr, sehr vernichtend. Also, ihr kriegt direkt Backenfutter und habt eigentlich schon verloren. Also, wirklich, das ist grausam. Naja. Wir kriegen 150.000 Seelen, wie ihr gesehen habt. Dann werde ich gleich mal hier am Leuchtfeuer rasten, kurz aufsteigen. Ich habe offscreen Geschicklichkeit 1 hoch, also Beweglichkeit, ich sage immer Geschick, ja, Beweglichkeit 1 hoch gemacht. Das mache ich wieder, oder? Ich weiß nicht. Ich mache mal Intelligenz, das habe ich ja schon mal gesagt. Das will ich jetzt ein bisschen skillen, dann wieder Beweglichkeit. Weil ich habe gemerkt, ich werde vielleicht auch mal eine andere Waffe testen, als das Nodachi, und zwar Ricards Degen. Der hat nämlich B auf Geschicklichkeit, beziehungsweise Velka. Velkas Degen hat C und B, und das ist auch nicht schlecht, macht halt Magieschaden. Kann man mit Dämonentitanit, nee, mit Funkeltitanit kann man das aufrüsten. Naja, jetzt gehen wir erstmal zu der netten Gwindolin. Heißt sie Gwindolin? Gwinnewehr oder Gwinnewehr? Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child.
Genau, ich kann sie jetzt anquatschen, niederknien. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Also wenn er mich fragt, einer der atemberaubendsten Momente im Spiel. Und nicht nur wegen ihrem Ausschnitt, der wirklich mal monströs ist. Guckt euch mal an, also echt. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Genau. Oh. Das macht mich immer so ganz... Da fühlt es mir immer ganz warm ums Herz. Ihr könnt übrigens nochmal bei ihr hingehen, zu ihr beten. Und dann könnt ihr in die Prinzessinnengarde eintreten. Das ist auch nochmal ein Covenant. Ich glaube, das ist rechtschaffen neutral oder sowas. Nagelt mich da nicht fest. Guckt auf der Wiki. Kann ich echt jedem wieder immer wieder empfehlen. Dark Souls Wiki. So, wartet mal. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, ist schon da. Wenn ihr nämlich Lordrak tötet, dann ist dort hinten seine Rüstung. Ich glaube aber auch nicht immer. Irgendwie hat es da immer noch eine Bewandtnis drum. Fragt mich nicht welche. Aber hier seht ihr, es kriegen wir Helm und überhaupt die Rüstung der Gunst. Das Ding ist okay, sieht jetzt auch vom Styling ganz nett aus. Ihr seht dann eben aus wie Lautrek, der Böse, der die Feuerhüterin getötet hat am Feuerwandschrein. Naja. So, was wir jetzt tun können, nachdem wir das Herrschaftsgefäß haben, wir können uns teleportieren. Das machen wir auch. Wir gehen nämlich direkt pronto zum Feuerwandschrein. Husch. Genau. Und werden die Feuerhüterin wiederbeleben. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Dark Wraith Covenant beitreten wollt, dass ihr immer ein rotes Phantom seid, also bei der Invasion, also dieses rote Auge bekommt ihr dann. Ihr dürft beim Glockenläuten, also wenn ihr das erste Mal die Glocken geläutet habt, beide erscheint, ja, Framed. Kingseeker Framed heißt der Gute. Das ist diese Schlange hier. Der da. Moment. Der da. Der hier. Den dürft ihr nicht anquatschen, bis ihr das Herrschergefäß habt. Mit dem Herrschergefäß müsst ihr dann auch den Ring des Abgrundschreitens in der Tasche haben. Also den von Sif. Und dann müsst ihr die vier Könige töten. Dort unten taucht dann eine neue Schlange auf. Die sieht aus wie Framed ungefähr. Ich glaube, die heißt irgendwie Kala oder so, keine Ahnung. Wenn ihr die anquatscht, dann könnt ihr in den Dark Wraith Covenant eintreten. Das ist dann auch eure Anlaufstelle. Da könnt ihr dann eben auch Stufen aufsteigen, wenn ihr wollt. Naja, nur so als Info. Und ihr könnt dann natürlich auch die Dark Wraith Rüstung kriegen, dass ihr aussieht wie Skeletor. Nee, die kriegt man woanders. Quatsch, jetzt habe ich wieder Mist erzählt. Oder? Naja, auf jeden Fall Anlaufstelle für euch, wenn ihr eben böse sein wollt und als ein rotes Phantom in die Welt von anderen Spielern eindringen wollt. So, jetzt mit der Seele in der Hand gehen wir mal hier hin. Und wir geben die Seele zurück. Das habe ich beim ersten Mal nämlich auch nicht geschnallt. Im ersten Let's Play, da habt ihr mir das leider erst zu spät gesagt. Da war das alles schon vorbei. Thank you. Jetzt kann sie reden. Oder beziehungsweise sie will mit uns reden. Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. Genau. But I only hope that my impure tongue does not offend. Sie ist so lieb. Naja, wir können leider nicht mehr verstärken. Ihr seht, wir haben schon plus 7. Wir können noch mit dir reden. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. Oh. I wish not to speak. Tut mir leid. Naja, die Arme. Die ist halt verflucht. Sie muss den Feuerwandschrein hüten und ihr ist es nicht gestattet zu reden, weil sie halt unrein ist. Achso, übrigens, hier können wir jetzt wieder mit Ornstein reden. Ornstein, sag ich schon. Siegmeier. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Hier auf jeden Fall ja sagen, denn ihr bekommt ein schönes Wunder dafür. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This light of Katarina thanks you sincerely. Please, take this. Jawohl, willkommen die explosive Wucht. Das ist eigentlich ganz nett, das Wunder. Aber man wird auch manchmal als Feige verschrien, wenn es im PvP benutzt wird. Übrigens hier von Ricket. Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling.
The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. Was sich gerade wiederholt. Poor young girl sent down into a tomb. What? Genau, er hat mir gerade gesagt, dass Rhea auf Thorlund mit ihren zwei Wächtern runtergegangen ist in die Katakomben. Die steht aber noch hier. Achso, ich muss sie noch anquatschen, ganz wichtig. Das ist für die Questline, glaube ich, wichtig. Hey, Rhea. You are undead as well. Die hat so eine süße Stimme. We have no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Ich finde die wirklich, von der Stimme hat sie eine der schönsten Stimmen von den Charakteren in Dark Souls. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Ja, danke. Ich sehe doch ganz normal aus für einen Zombie. Naja, auf jeden Fall, die Arme hat die Aufgabe, runter in die Katakomben zu gehen, um sich irgendwie zu opfern mit ihrer Reinheit oder so. Also sie ist so eine reine Seele, dass sie sich da unten wohl irgendwie opfern muss. Keine Ahnung, ob das jetzt so ganz gestimmt hat, aber ich habe da mal irgendwas gelesen auf der Wiki. Da gibt es über jeden Charakter so eine kleine Biografie. Und die Typen hier... What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ja, die frotzeln so ein bisschen, weil ich so ein bisschen abgerobbt aussehe. Der ist cool, der macht immer nur... Der ist total... ist ein bisschen beschränkt, der Typ. So, Petrus. Oh, hello. My guests have... I will... So, it was a... Ja, Petrus, das ist so ein kleiner Verräter, sage ich mal. Aber das sehen wir später noch in seiner Quest. Also er hat keine richtige Questline, er steht ja die ganze Zeit hier am Feuerbandschrein. Allerdings verrät er seine Lady und bleibt zurück am Schrein. So, was wir jetzt noch tun werden, wir reden mit Framd. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. Genau, bla 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 bla, das kennen wir alles schon. Also wenn ihr das Let's Play gesehen habt, ich habe ja schon mit ihm geredet. Denn er bringt mich jetzt automatisch runter nach Killen. Das ist so das letzte Gebiet. Da können wir allerdings noch nicht rein, weil wir erst die Fürstenseelen brauchen, um sie in die Schale zu werfen. Das Fürstengefäß. Und das sieht lustig aus. Frisst er uns halt mal und ja, lässt uns unten wieder raus. Sehr nett, ne? Tolle Transportmöglichkeit. Also ich wollte es nicht kennenlernen. Ist bestimmt schön schleimig, so war. Na, ich küsse das auch mal ein bisschen ab. Genau, quatsch mich zu. So, jetzt gehen wir nämlich hier hin und platzieren das Gefäß. Damit öffnen wir uns auch die Wege durch die orangenen Schleier. Das sind so die letzten Gebiete. Einmal Isalith, einmal Nitos Gruft und die Archive des Herzogs, auf die ich mich überhaupt nicht freue, weil die sind so die schlimmsten überhaupt für mich. Diese Kristallviecher, die da rumspringen, die Zombies, die sind so widerlich. Und... wusch. Es brennt. Aber wir müssen es vollends entzünden, dass wir durch können. Es gibt einen Glitch. Den kann ich euch ja mal kurz sagen. Die Animation ist schon nett. Naja. Genau, jetzt sehen wir die orangen Tore aufgehen. Einmal zu Nitos Gruft. Dann zu den Archiven des Herzogs. Und zu guter Letzt nach Isalith. Genau. Und ich würde sagen, Isalith ist das unsere erste Station. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich zuerst mache. Nee, Quatsch. Ich mache zuerst die Archive. Oder soll ich die Gruft? Wisst ihr was? Das könnt ihr gerne jetzt in den Comments entscheiden. Was soll ich zuerst machen? Genau, so, hier können wir nämlich runterspringen, dann sofort auf Spiel beenden gehen, Partie beenden und dann neu laden das Spiel, dann seid ihr nämlich hinter der Tür. Das habe ich mal in einem Speedrun gesehen von so einem freakigen Asiaten, der hat das Spiel in 35 Minuten durchgespielt. Also geht's noch krasser. As Kingseeker, sieht lustig aus. Now instruct you, the Lord, to achieve. Genau, jetzt sagt er mir, ich muss die Fürstenseelen holen, aber wie gesagt, ich denke mal, da ich jetzt schon gut überzogen habe, die Folge, deswegen muss ich ein bisschen abkürzen. Das überspringe ich auch. Nein, ich weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt zuerst in das die gemalte Welt, in das Gemälde. Und werde auf dem Weg vielleicht noch ein paar Waffen upgraden. Machen wir jetzt nämlich ganz einfach. Wir gehen einfach wieder zurück zum Leuchtfeuer. Wobei nochmal gesagt sein soll, das Gemälde ist optional. Ihr müsst das gar nicht machen, aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Was machst du denn da? Warum sehe ich den so? Der war eben so richtig sichtbar. Das ist... okay, das war jetzt komisch. Ich dachte, was soll das denn? Boah, ich brauche schon 100.000. Ach, so liebes bisschen. Ich werde mal kurz meine Zauber noch einstimmen. Das kann man ja machen. So, da mache ich auf
jeden Fall Sturzkontrolle, dann Kristallzauberwaffe. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe aber nur 3 Aufladungen dafür. Ne, komm, das mache ich so. Da mache ich noch große Zauberwaffe. Yay. Kann ich vielleicht auch mal mit dem Nodachi mal rumrennen. Ja, ich werde jetzt offscreen vielleicht noch zu André gehen und die Waffen ein bisschen upgraden, die ich habe. Wobei, ich müsste ja noch ein paar große Scherben holen von... Ja, seht ihr, deswegen mache ich das offscreen. Ich werde mal so die Waffen, die ich für die Achievements noch brauche, upgraden und die vielleicht irgendwann anders mal zeigen. Okay, Leute, dann sage ich hier Tschüss und bis zum nächsten Mal mit Dark Souls!